Hallo, meine schädelabtrennenden Brotbäcker und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Graveyard Keeper. Ja, wir haben jetzt schon einiges, finde ich persönlich, geschafft. Klar, vieles ist immer noch nicht insgesamt gesehen, aber es ist schon ein Stück, wo wir vorangekommen sind. Jetzt muss ich gerade überlegen, was steht da noch auf der Agenda? Ich bin da mal so ein bisschen hinterher. Wir müssen das Hexenhügel, den Portal aktivieren. Du musst zurück nach Hause deiner Frau, hol dir eine Flasche Wein, triff mich auf dem Hexenhügel am... Also nächsten Tag wäre das. Okay. Genau, warte mal. Was wollte ich machen? 10 Keile? Ich wollte 10 Keile machen, ne? Holzkeil. 10 Keile und noch irgendwas war das. Jetzt habe ich auch wieder ungefähr, was wir machen wollten. Wir wollten 10 Keile erledigen. Genau, wir wollten nämlich hier rein. Heute ist, glaube ich, Flangentag. Und 2 Holzplanken brauchen wir. Okay, okay, okay. Wann war der immer da? Fertig aus, jetzt weißt du auch, warum ihn alle Schlange nennen. Das ist wie so ein kleiner Ork. So ein bisschen aus Herr der Ringe. Dieser eine. So, und hier brauchen wir 2 Holzplanken. Dann machen wir das nämlich fertig. Dann können wir da unten nämlich auch uns ein bisschen hin und her bewegen. Müssen nicht immer alles überirdisch tun, sondern können dann des Nachts auch da hin und her uns bewegen. So, mach den Weg frei. So, jetzt räumen wir das hier nämlich weg. Und dann ist das hier alles auch abgestützt. Und jetzt haben wir hier den Weg frei, falls er hier nochmal herkommt. Dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Und da kam denn der immer her, der Typ? Hey. Mal gleich wegräumen. Danke dir. 50 rote Points. Das ist nicht schlecht. Wo komme ich denn hier raus? Wenn ich hier rausgehe, wo komme ich denn da raus? Oh. Oh. Hallöchen. Und wo ist denn, ich da oben rausgehe? Wo komme ich da raus? Interesting, interesting. Die Luke ist gerade geschlossen. Der kommt hier irgendwo raus. Irgendwo kommt der da raus. Interessant, da kommen wir ja recht schnell ins Dorf. Ist ja eine richtig gute Abkürzung. Interessant, müssen wir was im Dorf eigentlich machen? Nö, im Dorf müssen wir nichts machen, ne? Das haben wir ja erreicht. Den Stempel kriegen wir nicht. 6 Motten, wie fange ich denn 6 Motten? Wie fange ich denn 6 Motten? Warte mal, war da nicht irgendwie was mit... Da, Insekten. Schmetterling, Motte. Da brauchen wir aber blaue Punkte. Blaue Punkte kriegen wir, glaube ich, erst, wenn wir bei Dings drinne waren. Bei Dings drinne waren. Das sind immer Aussagen, die sind fantastico. Wenn wir bei in der Kirche drinne waren. So, wir machen mal jetzt hier so ein paar Feinarbeiten. Oh, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Das kann nicht wahr sein. Hier, dann machen wir den weg. Nächste kaputt. Aber dazu haben wir einen schönen Schleifstein bekommen. Von dem lieben Schmied. Kannst du den mal jetzt einsammeln? Na, danke. So. Und ich glaube, dann gehen wir hier ran. Machen wir das. Die Schaufel, das und das. Dann kriegen wir eine neue Schaufel. So. Also, na, die ist wieder schick gemacht. So rum. Genau. Das können wir auch schon mal wegräumen. Machen wir hier so ein bisschen frei. Gehen wir schlafen. Und am nächsten Tag besorgen wir mal unseren Freund. Nitor. So, haben wir das hier ein bisschen. Holzstückchen brauchen wir auch für Feuer dann nochmal. Ach, guck mal, hier hat man schon angefangen. Genau. So, wäsch. Wäsch der Mist. Alles, was wir nicht brauchen. So, ist das nachts. Ja, komm, den können wir auch nochmal abbauen. Was ist denn da unten? Was ist denn hier unten für feine Sachen? Hallo? Ach so. Oh. Hm? Hier ist auch irgendwas zum Buddeln. Ja, Bärschießen nehmen wir auch nochmal mit. Kann man auch nochmal hier brauchen. Ich weiß zwar nicht, wofür was ich Bären brauche. Wo möchten wir denn die Bärskiescanner hinmachen? Barrieren? Nägel. Da brauche ich eine Menge Nägel. Ich habe keine Nägel. Mitten in der Nacht. So.
Wir machen uns jetzt mal auf ins Bettchen. Gehen uns ein wenig erholen und dann am nächsten Tag gehen wir mal hoch zum Hügel und gucken wir mal, was wir da machen können. Hier kann ich nichts weitermachen. Das Gute ist, hier könnte ich zur Not, wenn ich da was mache, dass ich da draußen mal was machen kann. So, kann ich mit dem Bären mal was machen? Den Bärschieß? Nee, wa? Irgendwie noch nichts. Oder hier? Burger. Bäh. Bärensaft. Was bringt mir Bärensaft? Was bringt ein Bärensaft? Da steht nichts da. Hier, pack mal da rein. Pack mal da rein. Pack mal da rein. Pack mal da rein. Jetzt gehen wir ins Bettchen. Hopp, meine Freunde, wir gehen eine Runde schlafen. Dann speichern wir das Ganze. Und dann machen wir uns hoch auf zu dem Hügel, wo der Typ steht. Dann haben wir, können wir mit dem mal ein bisschen schnacken. Und am nächsten Tag gehen wir dann zu dem Astronomen und werden mit dem dann noch ein bisschen was klären. Speichere Fortschritt. Ich fühle mich so erfrischt. Kam der immer da oder kam der immer da? Die Schlange. So, was kann ich hier? Hier kann ich auch anbauen, ne? Der Garten, Grundstück beschlagnahmt. Für kommerzielle Anfragen bitte mit dem Taverneneigentümer Horadrik reden. Okay, danke dir. Pilzi brauchen wir auch. Damit wir damit auch nochmal ein bisschen was kochen. Müssen wir mal gucken, dass wir wieder ein paar Äpfel halt reinholen. Apfelbaum würde ich da oben auf jeden Fall hinbauen. Also hier bei mir eine Plantage nur mit Apfelbäumen. Bei Bären findest du überall. De Bereskis. Wann ist denn der Typ hier oben immer? Kommt der gleich des Nachts oder kommt der am Tag hierher geschlendert? Zombie-Farm. Kann ich dann Zombies steuern? So richtig Nekromanten-Stil so? Meine Zombies. Oh, hi. Inquisitor. Bertha, ich genieße die Luft hier. Sie hat etwas Rechtschaffendes. Es wärmt mir das Herz, dass wir bald eine weitere Hexe verbrennen werden. Momentan foltern wir sie noch. Aber Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechtschaffenheit entkommt. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst der heiligen Inquisition helfen. Wir brauchen Brennholz für ein schönes warmes Feuerchen und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Flugblätter? Ich warte auf dich. Die Hexe läuft uns ja nicht weg. Weil wir alles haben, verbrennen wir sie. Wie kriege ich denn Flugblätter? Also 20 Brennholz kann ich dir heute noch besorgen. Naja, das Problem ist jetzt, weil wir ja weg wollen, machen wir erstmal gute Miene zum bösen Spiel. Aber eigentlich ist es total bescheiden, sowas zu tun. Ne? Bei Hexenverbrennung wissen wir ja selber, das waren einfach nur Männer, die ihre Macht ausgeübt haben und Frauen da angeklagt haben, die eigentlich was Gutes tun wollten. Jetzt sag mir nicht, du willst mir schon wieder eine Leiche entpacken, ja? Wie oft sterben denn die Menschen dort? Kannst du mir das mal sagen? Aber die sind ja nicht alle aus dem Dorf, oder? Das müssen doch auch noch einige Leute aus der Stadt sein. Na gut, da haben sie ja gesagt, da geht ja die Pest herum. Aber du... Ignorier mich weiter halt. Ja, ignorier mich halt! Ja, ich mache ja schon. Ja. Schrecklich, schrecklich, ey. Genau, Blut nehmen wir entfernen. So, dann machen wir Leiche nehmen und dann hat sie wieder drei und wir machen erstmal das so. Es geht noch besser, das weiß ich. Du kannst sie noch höher treiben. Wir werden auch später viele exhuminieren und verbrennen dann einfach. Und dann werden wir hier wirklich nur noch tolle Leichen aufbauen. Tolle Leichen aufbauen, das hört sich auch so an. Guck mal, den habe ich nicht repariert, ne? So, jetzt machen wir den. Wir haben eine Qualität von 11, Leute. Na gut, jetzt gerade nicht, aber gleich haben wir eine Qualität von 0. So. Möchte ich jetzt sogar zwei von den Dingern? Ja, wir kriegen ein bisschen Kohle. So, wir haben jetzt 11 immer noch. Sprich, der Tag, wenn der wiederkommt, in 2 Tagen ist auf jeden Fall gesichert. So, jetzt hatten wir gesagt, wir brauchen Brennholz für den Typen. Genau, wir brauchen Brennholz jetzt. Also ist heute Brennholzbeschaffungstag. Ich nehme mich mit. Ja, das brauche ich. Weil daraus mache ich mir wieder ein bisschen was zu essen. Und das Essen ist schon gar nicht so unwichtig. So, Brennholz. Was? Der Tag schon passt wieder rum. Hilfe, meine Güte.
Gehen die Tage immer so schnell? Brennholz. 20 Brennholz brauche. Also brauche ich hier nochmal so einen Holzscheit. Bis dann ist der ja schon gleich wieder weg, wa? Der wird gleich wieder abhauen, glaube ich. Es ist heftig, wie kurzzeitig das ganze Ding ist. Ich überlege gerade, ob ich nochmal ein paar Nasal mache dann. Mit den Nasal können wir ja dann das nächste Ding machen. Ich glaube, der ist weg hier, oder? Da geht er. Hey, du! Nein! Ich hatte das. Und wieder was nicht geschafft. Warte mal, können wir irgendwas von technologiemäßig noch freischalten? Nee, das geht ja nicht und das geht ja nicht. Meistersammler. Superpilz. Du liebst Natur und die Natur liebt dich. Du kannst mehr Ressourcen von kleinen Pflanzen sammeln. Heißt, wir könnten mehr Pilze sammeln. Eine Weinlese. Bienenzucht. Bienenfreund. Ah, wir können Wein selber keltern. Was hast du denn hier noch? Nee, da waren noch wichtige Teile entfernen. Ja, toll. Ich genau, irgendwie konntest du noch, wenn du, glaube ich, Herz oder irgendwas entfernst, konntest du auch noch mal was machen. Was? Ich wollte nicht entdecken, ich wollte schieben. Das haben wir auch alles, das haben wir auch alles. Hier geht es gerade überall nicht weiter. Waldgeruch? Die Bergarbeit liegt dir im Blut, du findest öfter wertvolle Metalle und Erze, aber du brauchst immer noch viel Glück und Energie. Du hast eine Nase für Edelsteine, also findest du sie öfter. Außerdem kannst du wirklich feine Schmuck herstellen. Da kriegen wir bestimmt auch nochmal richtig gut Geld. Das sind alles, wo wir die blauen Punkte brauchen. Wir sind also hier erstmal bis auf da das eine Ding komplett ausgebucht. Wir können da nichts weiter machen. Wir gehen jetzt aber nochmal ein bisschen Kohle besorgen. Wir verkaufen mal unsere, unsere Materialien. Und dann könnten wir uns eigentlich schon wieder hinlegen, weil dann ist der nächste Tag. Das ist der Mond. Dieser Mondtag. Ist das dann Montag, weil es der Mondtag ist? Ich weiß nicht. Hallihallöchen! Hier müsste man eigentlich auch mal so ein bisschen aufräumen, wa? Da kommen wir auch nicht hoch, wa? Was steht da? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen, bis du 30 bei Horadrik hast. Horadrik. Hey, mein Freund. Nee, den Garten will ich jetzt erstmal nicht. Ich gebe dir mal hier meine Dinger da. Machen wir mal zwei. So, dann kriegen wir nämlich drei. Oh, wenn ich davon das verkaufe, kriege ich nochmal 46. Oh, ich kann mir hier auch einiges an Geld sozusagen besorgen. So. Was hat denn der hier? Ein Ruhestein? Ruhestein. Das war hier bei WoW oder was? So. Ja gut, hier ist jetzt nichts weiter. Wir haben 6 Silber haben wir mittlerweile. Ist aber auch, glaube ich, nicht so viel, ne? 6 Silber bringt dir nicht viel. Ich könnte nochmal ein paar Nägel dann kaufen. So. Oh, die Wachen, die verfolgen mich. Schnell, ich muss mich verstecken. Ist auch schon ein Ort, wo ich mich hinbewegen kann. Ha, ha, ha. So, Abkürzung genommen. Möglicherweise sind wir hier schneller unten, unterirdisch entlang. Warum auch immer. Den Bereich muss dann auch noch... Der steht jetzt hier gerade, wa? Bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswärter und der Prior dieser Kirche. Bist du doch gar nicht, du Lügner. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich habe einen Dolch und kein Skrupel, ihn zu benutzen. Ach, brauche ich sowas? Tschüss. Was sind das für weiße Teile nochmal gewesen? Kann ich das Ding ausschalten? Nö, kann ich nicht. Bedrohe ihn. Ist natürlich klar, dass ich ihn bedrohe. Ich habe ein rostiges Schwert. So, ich gehe mal noch eine schlafen. Dann kommen wir gleich mal in den neuesten Tag. Und genau, heute das Nacht, heute an dem Tag gehen wir dann nochmal zum Astrologen. Und werden mit dem dann mal den Schädel übergeben und werden dann damit auch ein bisschen weiter hoffentlich vorankommen. Ist ja auch normal, mit dem Schädel in der Tasche rumzulaufen. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, wir können damit ja auch gut Geld verdienen, wenn wir einfach nur Brennholz schlagen in dem Sinne. Wenn wir halt gute Punkte machen, dann verkaufen wir, dann haben wir auch Geld. Aber ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall noch mal ein paar Nägel kaufen. Im 6 Silber. Das Silber bringt uns gerade eh noch nicht viel. Vielleicht werden wir jetzt erstmal das mit den Nägeln machen, dass wir dann nach und nach so ein bisschen weiter nutzen. Wir haben ja noch eine Brücke, die wir reparieren können, aber das sind alles so Sachen, die wir jetzt erstmal noch nicht, glaube ich, machen. Hier haben wir eine Weizenfarm. Nee, wir gehen jetzt erstmal nach dorthin.
Und dann müssen wir gucken, nächsten Tag kommt dann der Bischof und da können wir mit dem Bischof dann nochmal quatschen, dass wir ihm dann unsere Aufwartung machen, weil wir dann halt alles vorangetreten. Die Tür ist verschlossen. Okay. Oder einfach mal unerlaubt in einen fremden Raum gehen. Das macht doch jeder mal. Der geht einfach mal unerlaubt in fremde Häuser. Das gehört dazu, bin ich der Meinung. Hm? Aber wie, er geht bei mir rein. Ist hier der Holzfäller? Wer wohnt denn hier? Kann ich nicht mal rein. Okay. Oh, Pilze. Ich mach das mal jetzt so, weil wir dann später auf jeden Fall, wenn wir genügend Sachen dann haben, können wir ja ein bisschen was vorbraten und vorbereiten. Und dann können wir einfach mit Essen unsere Dinger nachholen und dann kommen wir schneller wieder zurück. So, du, pass mal auf, ich brauche Nagel. Wie viel habe ich? Ich habe 6,72. Wenn ich mir mal für 3,9 kaufe. Wir kaufen mal 10 Nägel. Dann haben wir noch 3,13. Ich danke dir, machst Geld mit mir. War, es ist immer eine wahre Wonne, wenn jemand über mich Geld verdient. So war denn hier gelandet? Hallo, wer sind Sie denn? Sie wollen nicht mit mir reden. Komme ich hier irgendwie rein? Kann ich hier rein? Nein, kann ich auch nicht rein. Ach, Mann. Kann ich mit die Taverne hier nehmen? Oder mache ich hier draußen einen richtig schönen Pool? Mache ich hier Poolpartys im Mittelalter? So, wir gehen jetzt mal weiter. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich das Dorf mal noch ein bisschen weiter erkunden, weil ich habe ja hier noch nicht so viel gefunden, weil hier oben geht ja auch noch was lang. Was ist das hier? Wir sind jetzt hier gerade bei den Hühnern. Wenn wir nachher zurückgehen, gehen wir dann nicht da lang, sondern wir gehen mal nach oben. Genau, wir gehen mal nach oben. Vielleicht haben wir da auch ein paar Aufgaben, wo wir noch für die was erledigen können. Ist ja eigentlich immer in solchen Spielen, dass wir irgendwelche auf... Ich sitze auch immer die ganze Zeit mit meinem Finger auf die Shift-Taste, denke, dass ich damit schneller bin, aber das ist ja Blödsinn. Wir sind dadurch ja nicht schneller. Oh, da sind Pilze. Ich wollte nur wegen den Pilzen hier hin. Nee, ich will die Pilze haben. Ich danke dir. So, dann gab es hier nochmal Äpfel. Vielleicht können wir nochmal ein paar Äpfel mitnehmen. Gibt es eigentlich auch Jahreszeiten hier? Wird es hier auch mal Winter, Frühling, Sommer oder sowas? Oder ist es immer dieselbe Jahreszeit? Und da werde ich vergessen, es ist ein magisches Zeitalter. Ne? Also hier ist alles Magie und so. Wir sind ja mit Magie hierher gekommen. Gib mir mal deine Äpfel. Und ja, ich weiß, ich rede immer sehr viel, aber das macht Reden macht auch Spaß und das ist auch eine schöne Sache. So. Was sind immer dieselben, ne? Die aufgehen in dem Sinne. Ist der schon da, der Astrologe? Ja, das... Nein, ich will nicht den Baum, ich will das da. Sag mal auf, hier fremde Bäume einfach wegzuhauen. Das kannst du machen, damit der Weg hier ein bisschen ordnungsgemäßer aussieht. Und Stein brauchen wir ja auch. Müssen wir auch nochmal verarbeiten. Jetzt wird es auch langsam dunkel und jetzt können wir auch gleich mit dem Astrologen nachher... Jetzt können wir mit dem quatschen. Schau mal, ich habe einen Schädel für dich. Ah, nicht gerade sauber, aber alles am richtigen Platz. Du scheinst ein Talent für Anatomie zu haben. Der menschliche Körper ist so mysteriös. Vielleicht noch mehr als die Sonne und die Sterne. Ich glaube, dass du eines Tages viel über den menschlichen Körper und die Seele lernen wirst. Aber auch dann noch wirst du dich absolut verloren fühlen. Da wir jetzt Komplizen sind, sag mir, was willst du von mir, mein neugieriger Freund? Ich brauche deine Hilfe. Ich muss das Portal öffnen. Ein Freund hat mir erzählt, dass du vielleicht weißt, wie man das Portal auf dem Hexenhügel öffnet. Ah, davon habe ich noch nie gehört. Nun, vielleicht nicht unbedingt noch nie, ja, aber schon lange nicht mehr. Ich hatte da mal einen Freund, der war übrigens auch Friedhofswärter. Ja, und wie du? Und er war wie besessen von diesem Portal. Es ist unglaublich, wie viel er über dieses Portal wusste. Was ist aus ihm geworden? Lass mich kurz nachdenken. Er ist einfach verschwunden. Niemand hat seither von ihm gehört. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber niemand kannte ihn mehr. Ich fing schon an, mir einzureden, dass ich ihn mir nur ausgedacht habe. Das war keine einfache Zeit für mich. War sein Name vielleicht Gary? Ich weiß nicht, wie er hieß. Wir haben ihn nur bei seinem Spitznamen gerufen. Werther. Also was mit dem Portal? Ich glaube, er hat einen Weg gefunden, es zu aktivieren. Es war irgendwas Magisches. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber das sollte in seinem Tagebuch stehen. Kurz vor seinem Verschwinden gab er mir diesen Schlüssel. Er öffnet ein Tor im nördlichen Teil des Kirchenkellers. Irgendwo dort bewahrte er seine wichtigsten Notizen auf. Warum hast du diese Notizen nicht an dich genommen? Oh, ich hab's versucht, aber es gibt da einen speziellen Trick bei diesem Schlüssel. Ich habe monatelang versucht, erfolglos
Ich habe monatelang erfolglos versucht, ihn herauszufinden. Vielleicht bittet mir das auch nur alles ein und der Schlüssel öffnet gar nichts. Du kannst ihn jedenfalls haben. Verwende den Schreibtisch im Kirchenkeller, um herauszufinden, wie der Schlüssel funktioniert. Wenn du sein Tagebuch gefunden hast, bring es zu mir und ich werde herausfinden, was dort über das Portal geschrieben steht. Okay, gib ihm das Tagebuch. Ich brauche deine Hilfe. Nö, haben wir jetzt nichts weiter. Sehr schön. Wir haben die nächste Aufgabe geschafft. Jetzt müssen wir die Aufgabe am nächsten Tag schaffen, dass wir dort in den Keller reinkommen. Also zu dieser Kirche. Dort müssen wir dann den Tisch öffnen, dass wir auch die blauen Punkte bekommen. Und dann müssen wir da herausfinden, was dieser Schlüssel für eine Bedeutung hat. Und dann sehen wir weiter. Wir brauchen nur noch mal langsam blaue Punkte, weil wir bis jetzt ja immer nur alle anderen Punkte sammeln und das ist schlecht. Ich glaube auch, du kannst aus der Leiche die gesamten Teile einmal entnehmen. Wartet mal, das machen wir auch mal gleich, weil wir brauchen dafür grüne Teile. Wir entnehmen mal alle Teile dann irgendwann, weil wir dann an dem Tisch alles erforschen können. Wir können dann alles erforschen, wodurch wir dann sagen, dass wir mehr blaue Punkte halt bekommen. Und mit den blauen Punkten können wir natürlich die nächsten Sachen freischalten. Ne, das ist ja auch so eine Aufgabe. Ich wollte nochmal nach da oben hingehen mit euch gucken. Ah, es wird schon wieder dunkel, aber viel schlafen brauchen wir in dem Sinne nicht. Hier wollte ich nicht lang, ne? Genau, ne, hier, warte mal, hier kam ich zu einem See. Eine Angel brauche ich Motten, also muss ich mir demnächst jetzt noch die Motten besorgen. Ist das nächste. So, hier haben wir dann den Angelplatz, so ein bisschen. Da ist deine Anlegestelle, du findest auch noch andere im Dorf, am Fluss und im Sumpf und am Meer. Danke, ich brauche eine Angel. Gut, besorgen wir uns dann noch. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch, mal gucken, was hier oben noch so alles Feines ist. So, was haben wir denn jetzt hier oben? Wir haben jetzt hier oben noch gar nichts freigeschaltet. Mal Karte. So, M kann ich die Karte nicht wieder zumachen. Was steht denn da? Bäume fällen verboten? Ich kann hier keine Bäume fällen. Interessant. Bestimmt Holz des göttlichen Königs. Was ist denn hier los? Hm, ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Ein Roma-Baron. Hallo. Wenn du jemanden suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Leib Brot zu kaufen. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht hier so gut? Ja. Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes Familienrezept. Bringt mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Ich brauche jetzt Fischfilets. Barometer, ich muss erstmal das machen, das machen, das machen. Was ist das jetzt hier eigentlich? Ist ein Camp. Eine Camp. So, was ist das hier oben? Wir erkunden gerade einfach mal so ein bisschen die Karte, damit ich auch so ein bisschen weiß, wo was ist und wo ich was machen kann. Aber hier scheint die Küste zu sein. Oh. Oh. Hier unten komme ich ans Meer. Kann ich noch nicht. Da fehlt mir die Technologie wahrscheinlich. Hey, ich brauche eine Technologie. Wer hätte dies gedacht? Ach, ein abendlicher Meerspaziergang ist, Strandspaziergang ist immer schön. So, und dann kann ich hier eine Anlegestelle. Ja, danke dir. Ist halt sowas Romantisches, insbesondere wenn man hier alleine langläuft. Hm. Oh, bin jetzt hier unten wieder. Ah, okay. Durch die DLCs haben wir auch noch viele Sachen, die wir ja noch machen müssten. Und die sollten wir dann auch noch machen. Darauf freue ich mich ja dann auch, wenn wir alles so ein bisschen angehen. Und da wir ja genug zu essen haben, können wir jetzt die Nacht auch einfach herumlaufen. Und dann gucken wir mal, was ist das hier? Hi! Was ist denn das für ein Ort? Kannst du mir das sagen? Oh. Dieser Pfad führt zur Burgfestung. Der Weg ist versperrt. Was ist das für ein Ort? Der Weg ist versperrt. Okay. Zur Burgfestung. Was bringt die Burgfeste hier? Ja, da bin ich so ein bisschen an die Gilde. Boah, Gilde 2 war richtig. Nee, war es Gilde 2? Nee, die Gilde war das. Die Gilde war das, glaube ich, ne? Oder die Gilde 2? Welches habe ich mit meinem Kumpel immer gespielt? Ich glaube, es war nur die Gilde. Genau, nur die Gilde aus der Perspektive, wo du halt diese Bücher da sozusagen nur sozusagen buchhaltmäßig das machst. Du hast dann immer dich nur durchgeklickt
Und da hattest ja die Berufe mit diesem Friedhof, konntest du da machen, du konntest Alchemist sein, du hast da dann eine Art Dynastie aufbauen können. Und das Coole war ja gewesen, und was ich immer cool fand, war diese Raubritterfestung. Da konntest du halt so diese Überfälle und sowas planen. Das war ja mal richtig cool, das habe ich immer gerne gewählt. Und dann ging es halt darum, wir haben das immer im Laden damals noch gespielt, so richtig, er hat ja über mir gewohnt, Kabel durch das Fenster und miteinander verbunden und dann immer da die Sessions gemacht und boah, das war geil. Das hat noch richtig Spaß gemacht. So, er hat dann immer seins genommen, ich habe meins genommen. Und dann haben wir uns immer gegenseitig versucht, da auch ein bisschen fertig zu machen und dann wieder so unterstützen gegen die anderen NPCs und so weiter. Das lief ja eine ganze Weile. Und oh, das hat so richtig Spaß gemacht. Wir kamen aber nie zum Ende, weil wir immer irgendwas anderes dann noch gemacht haben. Und was haben wir hier denn? Hi! Was ist denn hier? Ah, okay. Aber da hinten ist doch noch was. Wer bist du? Bist du ein Kleid? Hi, ich bin Carol. Curry. Ich bin der Friedhofsverwärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Steinmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Holzkram musst du meinen Bruder Tress besuchen. Ja, kann ich die jetzt eigentlich mal abernten? Oh, doch, kann ich jetzt. Also geht's doch. Ich hab Honig bekommen. Au! Au! Ich hab Bienenstiche abbekommen. Der brauchte Honig, ne? Brauchte der Honig? Technologie, Charaktere, NPCs. 4 silberne Fischfilets. Bringe 6 Motten. 5 Honigtöpfe. Wie oft soll ich mich denn hier stechen lassen? Oh. Au. Die kann ich leider nicht abernten. Die gehören ja leider jemandem. Die gehören ja jemandem. So, ich habe jetzt 3 von denen. Warte mal, einen hatte ich noch vorhin gesehen gehabt. Der lag da, der war da vorne. Ja, wir laufen jetzt auch viel einfach nur im Dorf einfach mal auch herum, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir alles zusammenkriegen. Die heiligen mich. Ich glaube, nur wenn ich schlafe, heilig war. Also kann ich jetzt, sollte ich diesen Tag ein bisschen aufpassen. Wir gehen auf jeden Fall noch zur Kirche. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin, damit wir das auf jeden Fall einmal gesehen haben heute noch. Das ist so ein kleiner Abschluss dann für heute. Hatte ich hier nicht schon was gesehen gehabt? So ein Bienen-Dings? Nee, okay, doch nicht. Nee, die war weiter vorne, ne? Oh ja, ich sollte mich jetzt mal beeilen. Shit happens drauf. Das Bienending da, das kann ich auch noch mal einen anderen Tag suchen. Jetzt mach dich mal schnell auf dahin, wo wir hin müssen. Ist jetzt über Land schneller oder unter? Ich glaube, hier drunter ist jetzt schneller. So, ich muss jetzt gucken, ob bitte nicht. Das ist das Einzige, was ich immer hier so ein bisschen hasse. Ich verramst mich immer mit der Zeit. Das ist immer so. Da verramst ich mich sowas von, die ganze Zeit. Weil du einfach hier so viele verschiedene Sachen machst. Guck mal, wir sind einfach mal losgezogen, haben ja uns das alles angeguckt. Bitte, 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 bleib da. Kannst du nicht schneller rennen, Minium? Das geht doch mal ein bisschen. Oh, dieser kleine Friedhofswärter hier. Minium. Bitte bleib stehen, bitte bleib da. Geh noch nicht, lass mich hier erstmal. Hi, mein Freund. Guck mal, ich habe den Friedhof repariert. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Wärter dieses heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf deine erste Predigt vor. Haha, was für eine Ehre für dich. Also stellst du einfach an die Kanzlei, an die Kanzel und sprichst die Worte. Die hat einfach abgekürzt, was hat er vorher gesagt? Welche Worte? Ach, die Worte. Eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist gar nichts zu üben. Häng ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musik, Weihrauch, öl dich ein für eine schöne Massage. Kurz gesagt, der ganze Kram hilft dir dabei, mehr Glauben zu bekommen. Und Glaube ist Macht. Gut. Du hast deine Technologie freigestellt. Herstellen, herrliches, ehrliches Gebiet. Eine Reihe berührender Worte. Deine Gemeinde wird mehr produzieren. Bergprediger. Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Also los. Okay, beten. Predigt wählen. Da. Und fertigen. Ja. Ah. Möge die Macht mit euch sein. Ein Star Wars Zitat? Echt jetzt? Ah, nicht übel, nicht übel. Aber meine Predigten sind viel besser.
Du solltest dich wirklich beim nächsten... Du solltest dich wirklich bei deiner nächsten Zeremonie besser vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hat hier irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Du findest da bestimmt allerlei komisches Zeug. Einer der Wärter hat wissenschaftliche Experimente betrieben. Das kannst du alles wegwerfen. Blaupause arbeitet durch Sammeln alte Bücher per Wissbegieriger. Du gräbst tiefer, findest das Wesen der Dinge, einen Gegenstand zu studieren, verrät dir vielleicht deine Geschichte. Erzähle den Leuten von deiner nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja nächste Woche sogar jemand auf. Übrigens ist es als Prior jetzt deine Pflicht, jeden Sonntag eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Oh, und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ha, ich muss jetzt los. Diese Luft ist hier so trocken, das ist nicht gut für meine Haut. Wie, aber ich, aber, warte mal, hi. Nicht jetzt, mein Sohn. Ich wollte mit dir reden. Du hast gesagt, für eine Aufgabe soll ich mit dir reden. Dann bleib doch einfach mal stehen und lass uns doch ein bisschen kommunizieren miteinander. Holla, die Waldfee. Ist der schnell. Von Leiter der königlichen Schatzkammer. Wir sind froh, dir zur Wiedereröffnung der Kirche und des Friedhofs gratulieren zu können. Wir können dir außerdem mitteilen, dass du durch die Verwendung dieser Ländereien zum Subjekt königlicher Legislatur geworden bist. Alle Strukturen auf dem Ländereien verbleiben im Besitz der Kirche. Alle Ländereien und Gebäude, die nicht tiefer als ein königlicher Ursprung und vier königliche Spuckweiten betragen, gehören laut der uralten Abmachung der königlichen Familie und der Stadt. Durch diesen Briefkasten hast du nun Zugriff auf die Dienstleistungen der königlichen Schatzkammer. Deine Steuern kannst du ebenfalls auf dem Postweg bezahlen. Schönen Tag noch und immer dran denken. König Joan, der Siebte, liebt dich. Okay, kann ich nennen. Bürger, rechtmäßiger Bürger, Aristokrat. Okay. Holla, die Waldfee, das ist wieder eine ganze Menge Input, was wir jetzt da bekommen haben. Der Tag ist auch schon fast wieder vorbei. So, was haben wir denn hier so Feines? So. Wir machen mal hier einfach nur ein paar Sachen frei, würde ich sagen. Weil wir die alle wieder neu aufbauen dürfen. Hier haben wir ein paar komplexe Eisenstücke, ein paar ruinierte Bücher. Haben wir auch nochmal ein paar Bücher. Was ist denn das? Ein Käfig dort unten? So. Einmal ist irgendwas, wofür ich keinen Platz mehr habe. Warte. Ich kümmere mich drum. Oh. Chaosflüssigkeit, Rezeptschnelligkeitstrank, Blut. Hier, Blut. Notizen. Kann auf dem Arbeitstisch für 4 zerlegt werden. Okay. Zerlegen. Gut. Was ist mit dem Schlüssel? Da brauchen wir Anleitung für den Schlüssel. Du musst den Wärterschlüssel mit der Anleitung an einen Schreibtisch benutzen. Aber ich will den doch untersuchen. Wie kann ich den denn untersuchen? Anleitung für den Schlüssel. Du musst den. Ach, warte mal, muss ich da mit dieser Schlange da was zusammenarbeiten vielleicht? Okay, hier brauchen wir dann einfache Holzbalken und Holzkeil. Wir müssen den Weg auf jeden Fall freimachen, dass wir... Wow, wir sind aber schnell wieder in der Kirche. So, was können wir denn studieren? Wollen wir mal... weg bei Benutzung, nicht beendet. Grün, das gibt Rot. Wo kriege ich denn blaue Sachen her? Das sind immer so Dinge, was ich daraus bekomme. Hier, Chaoslösung. Da kriege ich blaue Punkte. Das sind meine ersten blauen. Die Chaoslösung. 5 blaue. Blut? Oh ja, Blut. Siehst du, ich muss die Dinger nämlich untersuchen. Erfolgreich studiert Blut. Aber dann kriege ich wieder mehr davon. So. Das ist aber grün. Ich brauche jetzt aber eher blau. Jetzt habe ich 25 von denen. Mach mal Glaube da rein, mach mal flüssiges Gebet, ruiniertes Buch, kann mal etwas Papier daraus gewinnen. Achso, warte mal, ich kann daraus Papier gewinnen? Kann ich denn daraus Papier gewinnen? Bauen? Arbeitstisch brauche ich, gegenförmige Gefäße. Kann ich denn da Papier daraus gewinnen? Kann ich denn daraus Papier gewinnen? Hä? Warte mal, ich guck mal, ich versuche mal was. Auch wenn das dann heißt, ist das der Fehler.
So. Stören. Shit. War der Fehler. Mist. Mann, ich hasse das. Aber ich weiß auch nicht, wie kann ich denn daraus was gewinnen? Warte mal. Sammle alte Bücher. Du bekommst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und alle. Du hast eine Geschichte. Man bekommst du Geschichten von Dialogen. Herstellen Notizen. Ach so. Herstellen Schweinslederhaut. Und leeres Papier. Das brauche ich. Und das brauche ich auf jeden Fall. Okay, weil dann kann ich jetzt hier einen Kirschen-Arbeitstisch bauen oder einen normalen Tisch. Der normale Tisch, den kann ich mir auch einfach mal hier so hinpacken, ne? So, und jetzt kann ich doch bestimmt mit den Büchern was machen. Okay. Ah, mit Flusssand kann ich dann daraus leeres Papier herfertigen. Verdammt! Wie kriege ich jetzt Flusssand? Viel zu viele Dinge mit einmal. Okay, meine Freunde, wir werden uns jetzt aber mal Richtung Bett bewegen und werden das dann alles am nächsten Tag mal herausfinden. Wir haben ja schon wieder eine Menge geschafft. Die Kirche ist offen. Wir, und das fertig. In ein paar Tagen kommt ja dann nochmal der Oberste. Da machen wir nochmal ein paar Sachen fertig. Das machen wir dann nach und nach. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Oder halt einen Kommi. Könnt mir ja gerne wieder ein bisschen erzählen, wie ihr die Geschichte so noch alles findet. Und ein Abo ist natürlich auch immer gern gesehen. Und wenn ihr dazu noch die Glocke aktiviert, bekommt ihr immer Informationen, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao. Okay, ich wollte gerade das ganze Ding beenden und ja, Entschuldigung, die Störung. Und nein, ich bin kein Dieb. Ich habe auf einmal Besuch über die Nacht bekommen. Hm, aber du bist sicher, dass du kein Dieb bist? Warst du schon mal im Knast? Ja, wir sind vor drei Tagen aus dem Gefängnis abgehauen. Wow, ein Wiederholungstäter. Wie cool. Lieber Wärter, ich kann doch überhaupt gar kein Dieb sein. Ich bin ein Marquis. Na, also ich habe schon von Auftragstätern gehört, die sich Baron, Viscount und Gräfin nennen. Hör mir zu, bitte. Ich, der Marquis Theodo Junior und meine Freunde, wir wurden von Inquisition zum Flammentod verurteilt. Aber wir sind keine Ketzer. Das ist nur übelste Nachrede. Also sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen. Allerdings konnten nicht alle aus der Stadt fliehen. Diejenigen, die überlebten, haben in der Nähe ein Lager aufgeschlagen. Und deswegen gehen es hier, Wärter. Wir brauchen deine Hilfe. Ich kenne diesen Blick. Ja, ja, wir bezahlen dich dafür. Geld regiert die Welt. Zeigt mir euer Camp und lasst uns die Einzelheiten bereden. Ja gut, das habe ich jetzt nochmal hinten dran gehangen. Unsere Diener haben uns heimlich ein paar Sachen und etwas zu essen für die ersten Tage beschafft. Okay. Aber wir brauchen mehr, um zu überleben. Und wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Warum jagt ihr da nicht oder sammelt Pilze und Beeren? Ein Gemüsegarten wäre auch nicht schlecht. Du hast recht, aber bitte versetz dich in unsere Lage. Wir alle gehörten der Aristokratie an. Wir haben keine Erfahrung und nicht die richtigen Kenntnisse, in solchen Umständen zu leben. Wir kennen uns aus mit Philosophie, Etikette, Rhetorik. Kannst du uns mit Essen und Trinken helfen? Und keine Sorge, wir haben mehr als genug, um dich für deine Dienste zu bezahlen. Essen und Trinken, das klingt nicht besonders kompliziert. Okay, dann lockert mal eure Geldbörsen. Toll, es gibt da nur noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Die Inquisition sucht nach uns. Das heißt, wenn du irgendjemand von uns erzählst, werden wir vermutlich gefoltert und getötet. Klar doch, streng geheim. Und noch was, einer meiner Freunde wollte dich unbedingt treffen. Was? Wer denn? Meister Alerisch, der einzige Inquisitor, der uns bei der Flucht geholfen hat. Der einzige Inquisitor? Wärter, was für eine Ehre, dich zu treffen. Freut mich auch, aber du musst lauter reden. Er hört nicht mehr so gut. Aber ich habe doch noch nichts getan, viel lauter, er ist beinahe taub. Um solchen Respekt zu verdienen. Oh, das hast du und du wirst du, Theodoro. Können wir einen Moment lang unter vier Augen sprechen? Tut mir leid, ich bin schon alt. Natürlich, Meister Alerisch, eure finsteren Geheimnisse gehen mich zum Glück nichts an.
Was? Und nun weißt du über die Rolle, zu deren Ausübung du berufen wurdest. Wie bitte? Was hat der uralte Gott dir gesagt, als er dich hierher brachte? Hä? Ey, du schaut mich sofort, das ist echt unangenehm. Keine Ahnung, wovon du da redest. Ich bestatte Leichen, halte Predigen, handle mit Menschenfleisch, sonst nicht. Lüg mich nicht an, Wärter. Ich weiß mehr, als du dir vorstellen kannst. Warum fragst du mich dann aus, Meister Alerisch? Och, ich verstehe. Vergiss meine Fragen. Geh, lass mich einfach in Ruhe. Kein Problem. Einen schönen Tag noch, Meister Alerisch. Dieser Typ braucht echt ein Hörgerät. So. Schenke ihm nicht zu viel Beachtung. Alerisch ist ein selbstsüchtiger und grausamer alter Mann. Wie die anderen Inquisitoren. Aber du sagst, dass er dich gerettet hat, Marquis. Ist das kein Grund, um dankbar zu sein? Vielleicht. Aber es gibt auch viele Gründe, nicht dankbar zu sein. Okay, Flüchtlingszufriedenheit 0 von 3. Wir müssen die neuen Flüchtlinge. Wir brauchen Flüchtlingszufriedenheit und einen freien Ort. Also müssen wir die Dinger hier irgendwie dann aufbauen? Oder was wird das dann? Was kann ich denn hier machen? E öffnen. Achso, ich kann denen hier Sachen lagern? Wie Nahrung zum Beispiel? Und dann wird es besser. Gut zu wissen. Also, haben wir jetzt nochmal was dazu kennengelernt. Das habt ihr jetzt nochmal hinten dran bekommen. Ja. Weil ich nicht wusste, dass das hier weitergeht. Und es hat uns auch schon wieder einen ganz schönen Tag gekostet. Und ja. Ist halt so. Dann sage ich jetzt mal bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.